Das folgende Video ist Teil eines Online-Lernkurses auf abiweb.de. Die optimale Vorbereitung auf dein Abitur mit bundeslandspezifischen Lernthemen, Videos und Original-Abituraufgaben zum Üben. Hi zusammen, herzlich willkommen wieder bei abiweb Physik. Heute soll es mal über Dimensionen gehen, und zwar Dimensionen im Sinne von Einheitenanalyse. Also, was ist das nochmal? Nun, ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr eure Abituraufgabe macht, am Ende immer mal die Einheiten checken. Ein Beispiel, es soll eine Länge rauskommen, ja, dann sollte am Ende etwas mit Meter stehen. Ja? Also irgendwas mit Meter. Ihr sollt ein Gewicht rausfinden oder benutzen, dann verwendet bitte die Einheit Kilogramm. Ja? Oder ihr wollt zum Beispiel eine Geschwindigkeit haben. Ja? Eine Geschwindigkeit wird gemessen in Meter pro Sekunde. Ja? Also Meter pro Sekunde. Wollt ihr eine Beschleunigung haben, dann sollten es Meter pro Sekunde Quadrat sein, die rauskommen. Nun, angenommen, ihr wollt eine Kraft messen. Ja? Kraft ist gleich einer Masse mal einer Beschleunigung, F gleich M mal A. Und das würde dann das hier bedeuten, also eine Länge mal ein Gewicht pro Zeit zum Quadrat oder Meter mal Kilogramm durch Sekunde Quadrat. Naja, und hier spricht man jetzt, wenn man das nicht immer zusammen alles aufschreiben möchte, von einem Newton. Ja, also einem Newton. Übrigens, ich schreibe das jetzt mal so ganz lapsidar auf. Normalerweise müssten wir jetzt hier alles noch schön in Klammern einsetzen und so. Aber ich glaube, es würde euch ein bisschen zu stark verwirren in diesem Video. Nun, ein Newton ist also Meter mal Kilogramm durch Sekunde Quadrat. Nun, was ist eigentlich das Nächste, was wir noch reinmachen könnten? Zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, ein Newton mal einen Meter, dann haben wir Newtonmeter. Newtonmeter ist aber zum Beispiel Joule. Ja, wird also Energie gemessen. Ein Newtonmeter sind also ein Joule. Aber man kann es auch anders nehmen. Und zwar, ein Joule, das ist auch ein Volt mal Ampere. So, ein Volt mal Ampere. Wenn ihr das jetzt habt, ist noch nicht ganz richtig so, weil ihr merkt jetzt hier, von Einheiten jetzt hier, Volt, Ampere, es fehlt noch was. Und zwar fehlt noch eine Zeit. Sekunde. 1 Volt Ampere Sekunde. Ja? Und dann habt ihr schon wieder hier ein Joule stehen. Also ein Newtonmeter ist ein Joule, ist 1 Volt Ampere Sekunde. Wenn wir jetzt dabei sind, bei so einer Einheitenanalyse, na, kann man schon ein bisschen was merken. Und zwar, falls ihr irgendwann mal etwas vergleichen müsst, mich mal hier eine mechanische Kraft mit irgendetwas Elektrischem, dann seid ihr hier an der richtigen Stelle. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Volt mal Ampere, was ist das? Das ist Watt. Ja, also können wir auch schreiben hier, ja, das ist eine Wattsekunde. Eine Wattsekunde, also eine Watt mal Sekunde, ist wiederum ein Joule, ist wiederum ein Newtonmeter. Hiermit können wir schon richtig viel machen mit dieser Dimensionsanalyse. Nämlich, wir können das Ganze jetzt mal hier oben mit reinbauen. Also für Newton schreiben wir jetzt wieder hin Meter mal Kilogramm durch Sekunde Quadrat. Dann steht hier 1 Meter mal Kilogramm durch Sekunde Quadrat mal den weiteren Meter von dem Newtonmeter. Das heißt, wir haben also Meter Quadrat mal Kilogramm durch Sekunde Quadrat ist eine Wattsekunde. Ja, so. Und jetzt kann ich das Watt wieder aufdröseln und kann sagen, eine Wattsekunde ist dasselbe wie Volt Ampere Sekunde, ja, gleich Meter Quadrat mal Kilogramm mal Sekunde Quadrat. Und ihr habt jetzt hier in dieser Formel jetzt richtig viel drin stehen, nämlich nicht nur Zeit, Masse, Gewicht, Spannung und Stromstärke, sondern ihr habt auch die Möglichkeit jetzt hier das Ganze jetzt ein bisschen rumzutüfteln. Machen wir das jetzt mal hier, hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Also, wir haben jetzt hier Meter Quadrat mal Kilogramm durch Sekunde Quadrat ist Volt Ampere Sekunde. Ich lasse jetzt mal diese ganzen Einsen weg. Ihr seht, wir können erstmal hier die Sekunde wegkürzen. Hier eine weg und dort eine weg. Dann steht da nur noch Meter Quadrat Kilogramm durch Sekunde ist Volt mal Ampere. So, haben wir schon mal so wichtige Grundsteine jetzt zusammen. Und jetzt können wir das Ganze entsprechend umformen, wie wir es gerade brauchen. Also zum Beispiel, was ist ein Volt? Ein Volt wäre zum Beispiel jetzt hier Meter Quadrat mal Kilogramm durch Sekunde durch Ampere. Also Meter Quadrat mal Kilogramm durch S mal A. Das wäre ein Volt. Oder aber wir könnten sagen, was ist eigentlich ein Ampere? Ein Ampere ist Meter Quadrat mal Kilogramm
durch Sekunde mal Volt. Ja, das Ganze natürlich auch, wenn wir jetzt die Längen uns mal angucken möchten. Was ist zum Beispiel jetzt eine Länge? Was ist ein Meter? Nun, ein Meter, das wird ein bisschen spannender. Ja, denn wir haben das Quadrat jetzt hier. Das heißt, wir können direkt schon mal eine Wurzel hinschreiben. Dann haben wir hier unser Volt stehen. Wir haben unsere Sekunde. Wir haben unser Ampere geteilt durch die Masse Kilogramm. Oder wenn wir es noch ein bisschen schöner aufräumen, dann steht hier, dass die Länge ein Meter, ja, können wir 1 zum Beispiel schreiben, ein Meter ist Volt Sekunde, eine Voltsekunde pro Kilogramm. Tja, und dann haben wir ja schon das hier stehen. Oder ein Meter ist die Wurzel aus einem Joule pro Kilogramm. Also ihr seht, man kann mit so einer Einheitsanalyse kann man jetzt da ziemlich viel jetzt rumwirschen. Und natürlich hat man sich ein paar Abkürzungen erlaubt hier und da. Zum Beispiel Watt, ja, der Herr Watt, Volt mal Ampere Sekunde, benannt nach dem Herrn Watt, nach dem berühmten Physiker. Aber ihr seht, ihr könnt euch jetzt alles hier schön aufgliedern in diese Grundbausteine der Einheiten und könnt euch dann die richtigen Ergebnisse dann da anschauen. Wichtig ist, wenn die Aufgabe sagt, soll eine Beschleunigung rauskommen, dann ist es auch wichtig, dass da irgendwie steht Meter pro Sekunde Quadrat und nicht Meter pro Sekunde, was ja nur eine Geschwindigkeit wäre. Bitte achtet auf diese Einheiten. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass am Ende eine ordentliche Einheitenanalyse macht, eine Dimensionsanalyse macht. Denn nur so könnt ihr auch wirklich danach die Probe machen, ob alle Ergebnisse stimmen. Ja, das ist eine sehr schöne und sehr schnelle Möglichkeit. Und übrigens, es gibt natürlich Punktabzug, wenn Einheiten fehlen. Ist klar, oder? Gut, also, so viel dazu. Abiweb.de vereint Lerninhalte multimedial für größtmöglichen Lernerfolg. Mit Grafiken, Videos und interaktiven Übungsaufgaben. Qualifizierte Lernexperten aktualisieren und verbessern die Inhalte fortlaufend. So sind die Kurse immer auf dem neuesten Stand. Die interaktiven Übungsaufgaben im Online-Kurs testen kontinuierlich deinen Lernfortschritt. Durch die Falschbeantwortung von Aufgaben erkennt das Lernsystem deine Schwächen und stellt dir vermehrt Fragen aus den Lernbereichen, in denen du noch Probleme hast. Am Ende jeder Lerneinheit folgt die Kapitelabschlussprüfung. Hier wird dein frisch erworbenes Wissen des jeweiligen Lernabschnitts noch einmal getestet. So lernst du ohne Lücken. Das Abi-Web-Prinzip macht Lernen so angenehm wie möglich. Maximale Übersichtlichkeit statt ermüdender Textwüsten. Leicht verständliche Erklärungen statt Fachchinesisch. Individuelles Üben statt Standardpaukerei. Bundeslandspezifische Original-Abituraufgaben simulieren realistische Prüfungsbedingungen und bei Fragen können unsere Lernexperten direkt kontaktiert werden. Abiweb.de ist als zeitgemäße Lernform optimal für alle Abiturienten geeignet. Jetzt testen und selbst überzeugen.